Easy Armee versus Flo Armee. Oh Mann, das wird spannend, die Geschichte heute. Ja, ja, du kannst hier was einstellen. Denn heute haben wir einen großen epischen Kampf vor uns. Aber erst einmal bekommen wir hier unsere Materialien. Wir haben 10 Minuten Zeit, um uns am besten zu verteidigen, die beste Verteidigungsanlage zu errichten, die wir machen können. Das Ding ist, wir haben gar nicht mal so viel Material, wenn man mal ehrlich ist, oder? Das ist auch nicht so viel. Muss man schon ein bisschen sparen. Ich muss mal ausleihen hier so ein paar Sachen. Ey, hör auf damit! Da kommen wir raus und gelangen an die Freiheit, an die frische Luft hier oben auf unserer Burg. Oh mein Gott, wie Oh, ich hab dich getroffen! Wie kannst du es wagen? Ich habe jetzt einen riesigen Pfeil in meinem Kopf. Es war nur ein Testschuss. Ich dachte, dieses Hitze. Nee, weißt du was? Testschuss ist nicht. Wenn du jetzt den Krieg anfangen willst, dann bekommst du auch Krieg, Flo. Das ist kein Problem für mich. Also, wenn ich so einen Schuss hitten kann, ist ihm. Ah, wo bist du? Dann kann ich auch gewinnen. Du versteckst dich ja die ganze Zeit. Ach, da unten warst du. Komm ruhig raus, Flo. Ich tu dir nichts. Gar nichts. Keine Angst. Warte, wo bist du? In deinem blöden Fenster da unten. Nee, jetzt reicht's mir so. Freunde, wir sind hier auf unserer pinken Burg, die ich hier errichtet habe. Und ja, ich bin relativ stolz, muss ich sagen. Wir haben hier oben so ein kleines Häuschen. Das wird durch diese Fackeln hier nachts erleuchtet, sodass wir es halt aber hier als easy. Dunkel haben. Aber Flo, was willst du? Ist deine Burg denn hoch genug? Das ist die Frage. Hä? Wenn du zu mir rüberschaust, siehst du, ich habe eine Burg und einen hohen Turm. Was hast du, Isi? Ein Dach. Und eine Flagge. Und damit bin ich genauso hoch wie du. Kannst du rauf auf die Flagge? Nö. Ich bin gespannt, aber. So, alles klar. Hier unten ist unsere... Du darfst erstmal hier nicht reinschauen. Ja, das ist meine Waffenkammer. Hier habe ich verschiedene Waffeln. Genau, die lagere ich hier. Eine Waffelkammer? Ja, und da kann ich mir auswählen, was ich haben will für Waffeln. Die Waffeln lasse ich so lange erstmal hier. Und dann schauen wir mal rüber. Gehen über unsere Burgbrücke. Die sieht auch sehr, sehr cool aus. Übrigens hier, das ist die Mädchenburg. Ich kann euch auch mal von außen zeigen, wie das hier aussieht. So sieht das Ganze aus. Und dann würde ich sagen, Flo, du darfst mir deine Burg einmal zeigen. Also, das ist die Melonenburg. Die ist grün wie eine Melone. Monster werden sich hier den Kopf anhauen, wenn die so runter, wenn die so schnell laufen kommen. Also, bam. Achso, bam. Ja, ist unmöglich, bam. Da reinzukommen. Hier hast du Ausrüstung, hier hast du Äxte. Aber Flo, du hast hier eine Leiter. In modernen Burgen befinden sich Fahrstühle, mit denen man nach oben kommt. Hast du einen Fahrstuhl? Nicht benutzen können. Ja, natürlich habe ich einen Fahrstuhl. Welche Burg hat einen Fahrstuhl? Wer benutzt denn eine Leiter heutzutage? Stimmt, es könnten die Monster eigentlich hochkommen. Wie kommst du aber raus? Dafür, okay. Dafür kannst du noch höher. Und dann hast du den Warte High Ground. Warte mal, ich genieße gerade den Ausblick hier vorne, okay? Das ist schon mal sehr nice. Ja, du hast halt wirklich, deine Burg ist halt original wirklich höher. Das ist ja ärgerlich. Solange deine Monster nicht fliegen können? Möglicherweise können sie das. Wir werden das sehen, würde ich sagen. Da sind wir auch natürlich schon bei unserer Burg. Und ich mache mal wieder zu. Denn wir können uns jetzt erstmal hier unsere Ausrüstung holen. Ich würde sagen, ich ziehe mir doch diese Sachen hier an. Diese schicken Sachen. Die werden mich nämlich gut schützen vor jeglichen Monstern und Gefahren, die auf mich lauern. Ich lasse einmal vielleicht sogar hier. Nur für den Fall, dass ich sterbe und meine Sachen verliere. Und hier unten haben wir noch ein kleines Geheimnis. Ja, hier haben wir nämlich eine Pflege. Was hast du noch alles? Oh, nö, Flo. Bist du bereit? Oh, warte, ich muss meine Rüstung besatzen. Easy Armee, seid ihr bereit für den Angriff auf die Riesenmelone dort oben mit dem Melonenschädel? Attacke! Ah! Let's go! Da fliegen sie los und greifen gemeinsam. Oh mein Gott! Den bösen Chaos Flo 44 an! Warte, warum fliegt die eine? Die eine kann fliegen, Flo. Das habe ich wohl nicht erwähnt, oder? Ja, ja. So sieht's nämlich aus. Sie fliegt hoch zu dir und dann tötet sie dich. Ah, warte, die kommt wirklich hoch. Los, fliegende Easy Cheesy. Mach ihn fertig. Bring ihn um. Oh, oh. Nein, Flo. Du wirst meine Easy nicht angreifen. Hör auf. Ja. Komm schon. Hör auf, sie... Nein, nein, nein. Die anderen, die stecken unten fest. Sie kommt nicht hoch. Ich hab Bogen. Ich hab Bogen! Ah! Nein! Die anderen Isis sind hier unten. Jetzt trau dich endlich mal runter, Flo. Trau dich endlich mal runter. Nein, du hast meine Geheimwaffe zerstört. Meine fliegende Easy. Oh, oh. Ja! Los, Easy Cheesy Armee, macht ihn fertig! Holt ihn euch! Ah! Yes! Come on! Let's go! Ich gehe einfach in die Base ran. Ja, blöd, dass deine Base hier jetzt... Ah, oh Mist!
Das ist ja jetzt eine blöde Sache, dass die Tür offen ist und auf einmal... Ach Mensch, Flo. Ah! Ah, also... Los, Isiambe, holt ihn! Ihr habt die Burg eingenommen, aber ihr müsst doch erst ihn töten. Ich glaube, sie waren gerade verwirrt. Oh mein Gott, ich muss meine Sachen nutzen. Oh. Das wollte ich eigentlich erst aufsparen. Nein, es sind von zu vielen Zeiten. Warte, was ist mit den Isis hier? Die schweben rum, die sind gestorben und haben... Nein, mein Schild geht kaputt! Ja, mach dein Schild kaputt! Sehr gut, Isiambe! Nice, 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 nice! Die Tür hat sich geöffnet! Die Tür ist... Ja! Oh! Nein, 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 doch, die können doch, da nicht doch. Durch. Nee, das stimmt, die können da nicht hoch, aber weißt du, was die können? Die können die Treppe hochsteigen auf deine Burg. Oh mein Gott, alles klar. Und die können dich auch so angreifen! Kommt schon! Easies! Nur noch nein, zwei! Nein, 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 nein! Los! Mach eine ihn! Arzt, eine Arzt, eine Arzt, eine Arzt. Mach ihn! Los! Nein, nein, nein! Und? Nein! Oh! Oh, die Easy-Armee hat versagt. Die Armee von Castlo, sie steht vor meinen Toren! Nein! Oh nein, was tue ich jetzt? Yes. Okay, der Angriff beginnt. Wo ist der echte Flo? Also, das ist der easy. Echte! Was machst du? Oh, oh. Der fliegende Flo ist die größte Gefahr. Okay, ich würde sagen, erst einmal gehe ich runter, denn ich stelle mich dem Kampf. Nein! Oh mein Gott, sie sind alle da! Was? Oh, easy! Du darfst der fliegen. Nein, kommt. Der fliegende Flo kommt! Aber ich kann ihn wegboosten. Ich kann ihn doch wegboosten. Okay, was machen wir, Leute? Ich sehe, dass du mit Pfeil und Bogen auf mich schießt. Erstmal müssen wir den Fliegenden aus dem Weg räumen. Schon. Stirb, fliegender Flo. Stirb, du fliegender Flo. Ja! Wir haben ihn. Nice. Was? Okay, jetzt kann ich hier beginnen mit meiner Offensive. Nämlich die ganzen Flos hier aus der Luft zu töten. Oh nein, mein Boden geht kaputt. Machst du das? Das ist aber schade, das ist aber nein, schade, Flo, dass der kaputt geht. Please don't. Aber ich habe einen noch getötet von deinen. Oh, Isi, die haben ein kleines Problem. Okay, okay, ich gehe. Ich wechsle die Taktik. Die kommen nicht so einfach hoch mit dir. Nein! Auf zur Flo-Burg! Die haben ein kleines Problem. Warte, was? Ja! Ich kann deine Burg verwenden zur Verteidigung! Warte, nein, das ist nicht der. Lass! Lass das, lass das! Ah, Hilfe! Nein, hier ist einer! Ah, aus dem Weg! Oh Gott. Ey, ich bin gespannt. Ich habe einen speziellen Flo eingebaut. Oh oh. Einen speziellen Flo? Ist nicht der Fliegende. Mal schauen, ob der. Ich weiß nicht, kann es sein, dass er schon tot ist. Kann sein. Sagt der irgendwas? Oh oh, die ganzen Flos. Nee, nein, nee, er vergiftet nicht... mich! Ja! Nein! Ja. Wie das unfair! Ist ein einziger. Oh oh, ich muss zumachen. Okay, hier geht's hoch. Nein, du hast für die extra so ein Dingschen gemacht. Hier unten sind die Flos. Die Flo-Armee. Flo-Armee. Die Flos. Ja. Komm schon. Ich muss immer den gleichen treffen, dann stirbt der schnell. Ja, noch ein. Okay, ich kann mich runterwagen. Hier sind zwei noch. Komm schon, die haben meine Tür kaputt gemacht. Oh, oh. Oh, easy. Ah. Oh, Flo. Oh, Flo. Kein Problem für mich. Ich bin ja wieder oben. Wo sind sie? Die Flos. Oh, hier hast du sogar eine Treppe gebaut letztens, Isi. Hier hast du nein! sogar gebaut. Nein! Ich muss dir danken. Meine Pfeile sind alle. Oh, oh. Okay. Ich kann dich hier immer runterboosten. Außer den giftigen Flo, der nervt. Guck mal, dachte, die müssen ja einer nach den anderen die Treppe benutzen. Oh, oh, sie haben mich. Aber es sind aber nicht mehr viele. Bitte? Hier ist einer. Stirb, giftiger Flo. Ah, du musst kritische Treffer machen. Oh, oh. Zwei auf einmal. Oh, Leute. Drei. Junge, Junge. Vier, fünf. Fünf auf vier einmal? Noch? Oh, oh. Schon? Das sind die letzten. Ja, der Giftige hat mich wieder erwischt, Mann. Der lebt noch? Der lebt noch. Der Giftige ist, glaube ich, der Letzte. Komm schon. Und? Ja! Nein! Ja, die Easy-Armee hat nicht gesiegt, aber die Flo-Armee immerhin auch nicht. Also von daher, nice Sache. Alles klar. Freunde, das war's hier mit unserer Folge. Lasst ein Like da, abonniert unbedingt den Kanal und schaut bei Flo vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta!